Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 18.12.2019. Und unser DAX befindet sich weiter in der Verfallswoche, hat uns zum Dienstag jetzt auch mal einen Vorgeschmack gegeben, dass das nicht immer so laufen muss wie am Montag. Wir hatten da ja gestern schon fast den richtigen Riecher gehabt und haben gesagt, dass ein bisschen verdächtig auch ist, ne, in der Verfallswoche, dass es sich so ruhig und stabil zeigt und dass es eben nicht ist. Hatten aber auch klipp und klar gesagt, ne, also wenn der weiter hier oben hoch treibt oder oberhalb der 400 weiterzieht, dann sind da noch Räume offen. Ne, aber es galt eben auch vorsichtig zu sein, wenn der DAX unter der 400 abkippt. Und das hat er nun getan. Er hat dabei die erste Zone angelaufen, nicht schön. Da hat er deutlich überrissen, hat sich aber auch gut aufdrehen können, aufstabilisieren können, ne? Und dann nochmal hochgezogen bis zu den Amerikanern. Ja, und die Amerikaner haben dann auch bloß die Kiste wieder versenkt und hier runtergetreten. Wir haben jetzt damit eigentlich ein schön markantes Dienstagsvormittagstief drin stehen. Aber ich sag mal so, wie der jetzt hier steht, das ist ja schon fast ein fallendes Dreieck, was er zum Abend hin gemacht hat, würde ich jetzt hier fast eher vermuten, dass der uns noch einen Dip nach unten rausgibt. Und damit das gar nicht aufwartet, damit haben wir dann die nächste Unterstützungszone bei 13.255, 13.245. Ne, das ist hier der Bereich. Ja, und geht der tiefer? Puh. Wird's ungemütlich. Wird's ungemütlich. Ich guck mal kurz, wo ein 61er liegt. Das habe ich jetzt vorher noch nicht geguckt. Ich habe hier so ein bisschen die 110 da im Auge. Und das 61er liegt bei 13.100. Weil folgendes. Der kam nämlich hier deutlich rum. Wir haben nämlich hier oben. Wir haben jetzt zum einen hier dieses Doppeltop. Das heißt, im Zweifel, also Variante 1, die mir einfällt, die passend wäre für den DAX ist. Der DAX macht hier, ich nehme es gleich wieder weg, bloß dass Sie verstehen, was ich meine, macht jetzt hier das Kästchen. Quasi hier einmal unten auf die Kante nochmal drauf tippen, die liegt so um die 200, und, oh, die liegt so an der 250 rum. Ja, dann wieder hoch, dann könnte er sich hier wieder hochkämpfen und dann sich sogar nochmal an den oberen Rand ranlegen. Das ist auch interessantes Potenzial, was die 250, 240 hier macht. Geht er aber tiefer, unter 250, dann wird das gefährlich. Wir haben dann die 200 bis 170 hier als Anlaufstelle. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sogar langsam auch die 13.100 hier ein bisschen in den Verdacht kriege. Ja, also ich würde das mal deswegen hier alles ein bisschen runterziehen, unseren Trigger hier sagen, okay, den geben wir mal ein bisschen Puffer hier bis zu 100 runter für den Fall, der macht hier echt einen auf frech. Verfallswoche muss man viel im Rechnen halten, ne? Da lieber einmal mehr quer gedacht als zu wenig. Ja, und eigentlich ist das schon fast gar kein Long mehr dann. Aber ich würde es mal trotzdem jetzt so noch drin lassen oder anders machen. Naja, eigentlich müsste man sagen, das ist hier jetzt noch Unterstützungszone. Ja, jetzt wird es langsam komisch. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber zum Mo Dienstag waren unheimlich viele jetzt hier long-orientiert gewesen. Unheimlich viele. Das war schon fast ein bisschen beängstigend, wie überzeugt alle davon gewesen sind, dass der hier oben rausgeht. Und haben Sie gesehen, was der DAX draus gemacht hat, ne? Tagesschluss am Tagestief. Da, ja. Ich möchte das jetzt nicht überbewerten. Wir haben Verfallswoche. Ist nicht das erste Mal, wäre nicht das erste Mal, wenn der DAX da ein bisschen zickiger sich zeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sogar im Kästchen hier bleiben. 250, 240 vielleicht noch machen. Aber das will ich sehen. Na, also sollte der hier zum Mittwoch stabil reinkommen und stabil auch sich ruhig zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich wieder aufdreht. Na, vielleicht dann hier so an die 360 nochmal ran, ein bisschen wieder zurück, dann wieder hochdrehen Richtung 400. Das halte ich durchaus für möglich und ansonsten wäre hier der Bereich um 250, 240 dann eben eine schöne Umkehrzone letztendlich auch. Na, also aus dem Bereich könnte man ein kleines probieren. Ich will jetzt aber dort nicht noch einen weiteren Pfeil, weil das ist schon. Also die Pfeile gefallen mir nicht, muss ich auch sagen. Das ist. Das gefällt mir nicht, dass wir hier so sagen, so dagegen hauen, dagegen hauen, dagegen hauen.
Ja, aber was soll ich machen? Sagen wir es mal ganz neutral. Der Markt ist rausgelaufen, hat positives Signal gegeben, hat sich hier ein kleines Doppeltop gebildet auf neuem Allzeithoch, Allzeithoch sage ich schon, auf neuem Jahreshochniveau. Hat das Doppeltop erstmal reagiert. Sollte er jetzt das Doppeltop sogar nach unten brechen, wäre unterhalb von 13.250 dann schon mit dem Erreichen von 13.71 und 13.100 zu rechnen. Das sind jetzt die neuen großen Ziele, die wir nehmen müssen. Das können wir technisch relativ sicher festhalten. Von unten wäre dann auch die 13.250, 13.260 ein Widerstand, eine Short-Marke. Ja, also wenn er hier unten rausbricht, wäre die 250 dann ein Short. Deswegen würde ich den vielleicht gar nicht so hoch ansetzen. Da sollte man vielleicht erstmal dann nur in dem Bereich hin langen. Von tiefer hier aus dem Bereich 13.100 wären die 13.71 dann ein recht zuverlässiges Ziel. Ich glaube, der Abschnitt, der könnte sogar am schönsten kommen hier. Also wenn man viel Geduld hat und ein bisschen mehr Schwäche erwartet, hier drauf warten, das könnte sich lohnen. 13.100, das dann hochziehen an die 13.71. Das ist bestimmt reizvoll hier an der 13.90, 13.100. Das erscheint mir attraktiv, aber die 13.200, 13.71 ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Unterstützungsbereich. Also ich würde auf jeden Fall hier, so hat man es glaube ich auch heute im Premium-Dienst geschrieben, ich weiß nicht, ob man das in der Analyse so schon am Vortag gesagt hatten, dass man wirklich an den Zonen dann auch Umkehrsignale warten sollte. Ne? Und abwarten sollte, dass da auch grüne Kerzen reinkommen, bevor man sich dagegen stellt. Das betrifft dann hier so die zwei Knackpunktzonen. Oder ich würde sogar sagen, die drei Knackpunktzonen, weil die 2,55, die 2,45 auch eine sehr interessante Zone ist. Es kann gut klappen dort, dass der Markt sich hier einfach nochmal so ein schnelles Tief, vielleicht auf die 9-Uhr-Kerze oder was, einfach so schnell hier runtergerissen, dann wieder hoch und dann von der 300 aus langsam wieder stabilisieren, weil ich sag mal so katastrophal ist es ja übergeordnet nicht. Der Tagesschart sieht nicht schön aus, aber auch nur im DAX. Ne? Also wenn ich mir andere Indizes angucke, den Dow hat es auch momentan nicht leicht, wenn man sich guckt, was die Boeing da so mitmachen muss, und dann steht trotzdem gut. Nasdaq auch, S&P auch. Also das Gesamtmarktumfeld sieht eigentlich noch stabil aus. Das sieht im DAX jetzt dramatischer aus als in den anderen Indizes. Deswegen würde ich nicht gleich hier zu viel Warnung ausgeben wollen. Auch wenn Verfall ist und ein Verfall natürlich einen Mist drauf gibt, wie ein Nasdaq oder ein S&P steht. Ne? Also wenn der DAX tiefer abrechnen soll, dann rechnet der DAX tiefer ab. Das ist ein anderer Markt, das ist losgelöst dann zu betrachten. Ne? Und deswegen, wir behalten das mal im Hinterkopf, aber auch die 13.100, ne? 13.100, 13.200, 13.170. Und hier die Zone um 2,55, 2,45, das sind die wichtigsten. Von unten dann die 3,60 interessant, 3,85, 3,400, 13,400, dann die Folgezone, aber ich sag mal alles so über 13, 3,50, 13, 3,60, das wird dann schon wieder positiv. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der Markt dann auch nicht lange oder nicht viel Stress mehr macht, wenn er es über die 3,60 schafft, sondern sich dann so Stück für Stück weiter hocharbeiten kann. Dann wäre da auf jeden Fall ein bisschen was deeskaliert, aber er muss jetzt hier erstmal zeigen, dass er das sieht ein bisschen gefährlich aus, weil das ist ein fallendes Dreieck, was er hier gebaut hat. Das sieht ein bisschen aus, wie als gibt es hier ein Abwärtsgap. Wenn er das nicht bringt und schon mal ein Aufwärtsgap bringen würde, wäre schon mal viel gekonnt, dann wäre schon mal viel deeskaliert. Ne? Gut, okay, dann würde ich das damit zumachen. Ich denke, die wichtigen Eckpunkte sind erstmal klar. Definitiv jetzt hier keine einfache Vorlage, aber es ist erstmal nicht, man darf es nicht überinterpretieren. Ne? Zum Dienstag waren extrem viele Long gestimmt, also es ist eigentlich fast gar nicht verwunderlich, dass der Markt sich mal einfach ein bisschen abgeseilt hat, und ich meine, so Beinbruch ist das nur auch nicht, was er gemacht hat. Im Tagesschart sieht es nicht schön aus, das sieht nicht schön aus. Das ist ein Verweigern, das ist Arbeitsverweigerung. Ne? Der verweigert oben die positiven Signale. Der verweigert vor allen Dingen auch den Trigger, der hier jetzt aktiviert wurde. Spätestens zum Montagsklos. Ne? Haben wir nur unten gesehen, was das werden kann. Das ist nicht schön. Ja, also das sieht jetzt nicht gut aus. Der Tageskerzenklos, der wird da auch in eine Kerzerichtung. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema 13.100 halt, ne? Richtung 13.155 würde das hier auf der Ebene Sinn machen. Das sieht hier 13.200, das sind die letzten Hochs. 13.100, also das ist keine schöne, das ist, das sieht, also man muss es, das muss man negativ werten. Ja, der Markt hat ein neues Jahreshoch gesetzt, hat es 2, 3 Tage lang versucht, immer wieder von den neuen Jahreshochs wegverkauft worden.
Das muss man da schon ein bisschen als Trendschwäche dann auch auslegen. Aber es ist auch momentan nicht so viel Volumen drin halt, ne? Da ist auch so eine Kerze schnell wieder ausgedreht. Ich würde den Tagesschart ausblenden wollen. Ich finde ihn nicht zielführend. Also im Stundenchart ist es auch nicht schick. Ja, aber es ist zumindest griffiger, weil wir es hier auf konzentrierte Zonen absetzen können. Ne, und von daher sind für mich die wichtigen Zonen 255, 245. Da kann man eng abgesteckt was versuchen. Wenn die reagiert, also dann möchte ich mindestens eine kleine grüne Kerze sehen, dann haben wir den Bereich 13200, 13170 und eben die 13100. Ne? Also muss man auch ein bisschen Pulver trocken halten, falls der hier komplett durchschießt, dass man im Zweifel auch die 13100 mal nehmen kann. Und da wir hier das letzte Hoch hatten und hier das letzte Tief, ist von der Bewegungsfolge, ne, von der Dauer der Bewegung auch mit einer größeren Reaktion dann hier zu rechnen, wenn die kommen sollte. Ne? Also kleine Überraschungsmarke, sollte man sich mal vielleicht einen Order hinlegen. Also ich würde das vielleicht so machen. Jo, okay. Damit haben wir was für ein paar Punkte rauszuziehen. Bräuchten jetzt mal wieder grüne Kerzen, das war jetzt sehr eintönig rot. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen schwachen Start bekommen und dass der Markt aber dann zum Mittwoch schon wieder sich ein bisschen gefangen bekommt. Aber behalten Sie das mit der Verfallswoche im Hinterkopf. Ich handle da nicht ohne Grund mit halbem Risiko. Es sind einfach immer wieder ein bisschen zickige, storige Wochen. Das ist einfach so. Na? Und da muss man mit allem rechnen. Da kann es auch sein, dass man plötzlich so einen 300-Punkte-Tag dazwischen grätscht. Ne? Und das darf sie nicht aus dem Konzept bringen, halt, ne? In so einer Woche. Sie müssen damit rechnen. Und das kommt halt auch einfach häufig. Gut. Okay, dann. Ja. Kommen Sie gut durch. Viel Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.